Yes, sir! Und hallo Freunde, mit diesem Tritt begrüße ich euch wieder zu Bulletstorm. War ja jetzt wieder knapp eine Woche, die ich nicht gezockt habe. Aber, ich meine, die Ferien haben angefangen, das musste natürlich dementsprechend gefeiert werden. Gab's noch eine längere LAN über 2 Nächte, die hat halt auch so seine Zeit in Anspruch genommen, ne? Und ja, na, zurück möchte ich. Aber ich hoffe, ihr seht mir das nicht allzu lange nach und, so wie das hier aussieht, bekomme ich gleich, glaube ich, eine geile Waffe. Eine Waffe, auf die ich mich schon sehr freue. Wow! Ey, wenn dann zerquetsche ich euch doch immer und nicht ihr mich. Was soll denn das werden? Oh, den möchte ich doch schon gerne mitnehmen. Dankeschön. Und treffen muss man natürlich auch können. Ach, scheiße, daneben. So, wo ist hier noch einer? Wo ist hier noch einer? Hä? Hä? Oh, Bier. Warum nicht? Schon von einem Bier oder so, das Schnaps sein oder was ist das hier? Naja, egal. Eher verwenden. Dann torkeln wir da doch mal hin. Aber das hört sich nicht gut an. Nicht gut. Was jetzt? Bam! So muss das gehen. Ach, da ist ja noch einer. War das Graffiti? Ja, das war Graffiti. Sehr schön. Ah. Da, die sind böse. Weil, okay, dann sind das doch erst andere Waffen. Hallo du. Nämlich, die Dinger verschießen. Explosivsprengketten oder sowas in die Richtung halt. Und ja, die machen halt schön Bums. Aber die machen bei uns halt auch Bums. Aber ich weiß auch gar nicht, ob man die irgendwie abschütteln kann. Ich glaube nämlich nicht. Nee, wird zumindest schwierig. Also beziehungsweise ich wüsste auch gar nicht, wie man das machen könnte. Hallo, Snulat schon bitte. Aber dann war es doch nicht die Waffe, die ich eigentlich meinte. Die kommt dann wohl erst ein bisschen später. Na? Dankeschön. Okay, dann sind wir wieder hier. Und dann machen wir den gleichen Mist nochmal. Na gut, komm schon hergelaufen. Ah, schade, habe ich diesmal nicht mehrere gleichzeitig erwischt. Na, du kommst her. Kannst direkt wieder gehen. Ist er tot? Ja, ist tot. So, her damit. Wow. Das war, das war nice. Ich weiß nicht genau, was ich überhaupt gemacht habe, aber ich bleib mal lieber. Ah, schon wieder daneben. Aber ich bleib mal lieber bei der Peacemaker. Ich war unter Kontrolle. Hat mich an einen Soldaten erinnert, den ich mal kannte. Ich habe nie aufgehört, dieser Soldat zu sein. Du warst zu betrunken, um zu wissen, was du warst.
Ja gut, haben wir das jetzt hier überlebt? Hier haben wir Munition in dieser Kiste. Nehmen wir doch gerne mit. Ishii? Alles klar. Ja, anscheinend schon. Danke für den Buckler. Den. Solche Sachen liebe ich, ja. Komm als Maul. Den hatte ich dann wohl schon irgendwann mal erledigt. Na, eine ziemlich lange Passage in. Na? Spring hier schon rüber. Du sollst dir. Willst du mich verarschen? Hallo. Verarsch mich doch nicht. Hier komme ich ja rüber. So. Aber eine ziemlich lange Passage, jetzt. Komisch. Eine ziemlich lange Passage, in der noch nicht geballert wurde. Komische Sache, das. Egal, dann gucken wir doch mal. So, die Flail Gun. Diese tödliche Spezialanfertigung schießt zwei mit einer Stahlkette verbundene Granaten mit hoher Sprengkraft ab. Die Kette wickelt sich um ein Ziel und macht dieses vollkommen hilflos, was dem Benutzer erlaubt, den Sprengstoff in jedem beliebigen Moment zu zünden. Den kommen wir natürlich. Tun. Ja, wir gucken erstmal. Nein, hier können wir nichts. Hier brauchen wir erstmal noch ein paar mehr Ladungen. Bitte. Zwei Magazine nehmen wir auch mit. Hier ist noch voll. Da nehmen wir auch mal ein bisschen mit jetzt. Ja, okay. Dann gucken wir doch mal, was wir mit der Flail Gun so alles anrichten können. Okay, Würgegranate. Wickle eine Kette um den Kopf eines Gegners und lasse sie explodieren. Also im Grunde ein Headshot. Okay, Minenfeld. Töte einen Gegner, indem du eine an einer Oberfläche befestigte Kette explodieren lässt. Das sollte auch gehen. Sadist. Wickle eine Kette um einen Gegner, aber töte ihn, bevor sie explodiert. Sollte auch in Ordnung sein. Fleischschlitzer. Schneide einen Gegner in Stücke, während du die Kette um ein Objekt wickelst. Den raff ich nicht. Dann sind. Oder. Achso, nee, das sind schon. Sind das die, die ich. Warte mal kurz. Ja, egal. Die haben wir wohl schon mal irgendwann gemacht, so. Naja, aber doch mal sehen, was wir dann so. Hinbekommen. Was? Was hat der gebrüllt? Egal. Na los, komm her. Schade. Kriegen wir einen Headshot hin? Ich will jetzt hier so ein. Das war auf alle Fälle der Sadist. Ouch. Blinde Wut. Okay, den hatten wir auch noch nicht. Würgegranate, sehr schön. Ach, hier können wir auch die Voodoo-Puppe machen. Nehmen wir noch ein bisschen Munition mit. Gut, wieder kurz nachladen. Oh, angesaugt. Oh, das war gar nicht das, was ich machen wollte. Freundbeschusser, Herr Trottel. So, gut, das war das schöne Minenfeld. So, wo steht denn? Hallo, ihr da oben. Das war einer. Oh, das war eine Würgegranate. Wechseln wir mal wieder zur Peacemaker und laden nochmal nach. Konzentriere dich auf das schwere Geschütz. Wow, da kommt ja. Wieder ein dicker Amboss. Die tun mir schon fast leid. Ja, ne? Aber eben nur fast. Irgendwo schon, oder? Und der Vollidiot
stand auch noch vor einem explosiven Fass. Wow! Es geht mit dir ab. Was das? Was das? Das war's. Hier noch was drin? Nee, nicht wirklich. Ah, hier geht's lang. Hallöchen. Die ersten zuletzt? Hä? Achso, war das der erste Typ, der gekommen ist? Ach, das ist... So einer, der... Die weichen meiner Peitsche, glaube ich, aus. Autsch! Läuft hier noch irgendwas rum? Nein, tut es nicht. Was haben wir hier denn so Schönes? Ah! Geh hier schon rüber. Ach, da oben ist er. Was haben wir denn hier neu? Naja, egal. Das können wir uns vielleicht irgendwann später mal... angucken. So, die Detonation. Na, darauf habe ich gewartet. Die ist geil. So, Beschreibung. Schmettere das Ziel auf dem Boden, um eine gewaltige Detonation zu erzeugen, während normale Gegner... mit enormer Gewalt durch die Luft geschleudert werden. Werden größere Gegner zu Boden geworfen und betäubt. Okay. Drücke und halte Q, um die Detonation zu entfesseln. Wenn du von vielen Zielen getroffen wirst, kannst du die Detonation einsetzen, um alle Feinde in der Umgebung auszuschalten. Du kannst sie außerdem nutzen, um Gegner mit Stacheln bedeckt, übersäte Decken aufzuspießen. Ja. Da kann man einige schöne Skillshots mitmachen, dann unter anderem die Tontaube. Wir haben unsere Mädchen offenbar ein Begrüßungskomitee geschickt. Dutzende von Toten. Sie hat ihre Gastfreundschaft wohl abgelehnt. Ja, scheint so. Aber wie gesagt, mit der Detonation aber sie hat eine Spur hinterlassen. Sie weiß also nicht, dass wir ihr auf den werden wir unseren Spaß haben. Wenn sie uns erkennt, wird es schwer werden, sie zu überzeugen, uns bei unserer Evakuierung zu helfen. Wenn sie uns Ärger macht, überzeugt sie vielleicht meinen Stiefel in ihrem Arsch. Na, ich glaube nicht, dass Frauen auf solche... auf solch charmante Sachen stehen, Gray. Hallöchen, wir mischen auch noch mit. Und hier nehmen wir jetzt einfach mal die Detonation. So, und das ist der Tontaubenbeschuss. Einfach mal draufballern. Während die halt noch in der Luft schweben. Identifiziert euch oder ich eröffne das Feuer! Hör zu, Mädchen, bitte. Wir sitzen hier schon seit Ewigkeiten fest. Hilfst du uns, von dieser Welt wegzukommen? Ja? Fick dich doch! Wenn ihr Scheiße mich verfolgt, reiß ich euch eure Schwänze ab! Was soll das denn bedeuten? Du reißt unsere Schwänze ab? Ich reiß deinen Schwanz ab! Was sagst du dazu, hä? Apropos Schwänze und abreißen. Das ist eine Frau, Gray. Trottel. Ah, nicht die schon wieder. Ich hasse diese Typen. Autsch, was war das? Wo überhaupt? Ach, da oben. Ich hasse diese Typen. Hochklettern? Ja, es geht doch auch bestimmt ein bisschen schneller, oder? Musste ich hier lang, oder? Okay. Es ist eine ganz miese Position. Definitiv. Trottel. Ups, R drücken. Und wieder ein paar Reaktionsspielchen. Richtigen Rhythmus, linke und rechte Maustaste drücken. Das kriegen wir doch hin. Hey, Ishii, das war meiner. Ich konnte nicht schießen.
keine Sorge, ich hab ihn erwischt. Mensch, das war meiner. Und ich muss jetzt auch noch eine Taste drücken zum Springen. Naja, egal. Nacktparade? Ah, ihr Signal ist tot. Sie ahnt etwas. Halt's Maul, scheiß Automaton. Also kaufen wir uns noch ein paar Detonationen, weil die machen echt Fun. Wenn ich das mal so sagen darf. Auf die Tür. Jupp. Soll die nur kommen. Och, das hat Punkte gehagelt, wenn ich das mal so behaupten darf. Autsch. Au, au, au. Das war ein Au. Das war fies. Also wenn einer von euch weiß, wie man die Dinge abschütteln kann, dann wäre ich euch sehr verbunden. Aber, blöd. Blöde Sache. Na, mal sehen, von wo aus wir jetzt starten. Und nun lad schon. Lad schneller. Was ist denn nur los heute mit meinem Rechner? Ach so, hier. Ja, okay. Dann mal gucken, ob wir den gleichen Punktehagel wieder hinbekommen. Naja, so halb, ne? So, den habe ich mitgenommen. Da hätte man bestimmt auch dann schön die Detonation wieder benutzen können. Solides Kriegshandwerk. Und auf den Scheiß. Gut, wo geht's jetzt hin? Erstmal dran vorbeigelaufen. Denn hier geht's hin. Zu fassen, das ist so abgefahren. Ah, nicht schon wieder zwei, nicht schon wieder zwei. Oh. Puh, ja, ja. Grader, kann ich mich dich nur anschließen? Boah, da ist er. Ey. Was soll der Scheiß? Was soll der Kack? Haben wir hier noch irgendwas? Detonation reicht. Kommen wir uns mal zwei Magazine. Noch das Detonations-Upgrade. Ja. So kann man es auch machen. Guck mal, was wir da haben. Schöne Dinge für ein paar Voodoo-Puppen. Beziehungsweise zerstochen halt. Und der nächste. Willst du auch noch? Ja, doch, bestimmt, oder? Dann erfülle ich dir den Wunsch gerne. Die Munition nehmen wir mit. Na. Und hier setzen wir mal die Detonation ein. Haha. Das hat auch wieder Punkte gehagelt. Au. So, was gibt's denn hier überhaupt?
für den so, für Skill Points, weil ich weiß, dass man... Ey, irgendwie geht das doch, warte mal. Das will ich jetzt aber ausprobieren. Ach, scheiße. Okay, das probieren wir dann beim nächsten Amboss mal. Nachdem wir hier erstmal schön aufgeräumt haben. Gleich. Vollständiger 7D-Genussillusion, um Sie und Ihre gesamte wunderschöne Familie zu verzücken. Wo rennt hier ein Automaton-Bot wieder rum? Wie so ein New-Spotter. Bist du bereit für ein bisschen Verzückung, meine wunderschöne Familie? Absolut. Ach, die Stelle. Alles alle. Ah, okay. Na, läuft das? Ja, scheint so. Und ab geht's in zweiter Akt, Kapitel 2. Der schlimmste Familienurlaub. Und da sehen wir schon wieder einen kleinen Vorgeschmack, nämlich dieses riesige Viech. Und damit werden wir unseren Spaß haben. Nach diesem wunderschönen Ladebildschirm. Oh ja. Wie ich sie liebe. Oder auch nicht. Nun mach hinne. Naja, auf alle Fälle der Skillshot bei dem Amboss, den ich gerade eben versuchen wollte. Es gibt einen Skillshot, der heißt Hintereingang. Das heißt, wenn man einen Gegner durch den Arsch erschießt. Und das geht bei einem Amboss auch, auf alle Fälle. Aber irgendwie braucht er da ziemlich lange. Beim nächsten Mal haue ich dem da einfach einen aufgeladenen Schuss rein. Ah ja. Ja, ja. Was können wir denn hier? Auf alle Fälle noch zwei Detonationen kaufen. Okay. Bone Duster. Die nehmen wir doch mal. Das ist... eine Schotze, glaube ich, oder? Ach, scheiße. Ja, das ist eine Schotze. Dann gucken wir doch hier. Doch mal nach. Ach ja, da bekommen wir bestimmt ein bisschen was geregelt, aber wir haben leider nicht viel Munition. Oh Mann, ich wünschte, es hätte sowas schon gegeben, als ich noch klein war. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern diesen Wunsch nicht geteilt hätten. Deswegen nehmen wir erstmal noch die Peacemaker. Sieht aus, als würde einer fehlen. Tja, blöd, ne? Smaul. Ich begreife nicht, welchen Zweck das hier erfüllt. Ach komm schon, willst du mir wirklich erzählen, du hättest keine Lust, hier mit einem dieser Megatons rumzuwilken? Und rumwüten mit einem Megaton, das ist... nicht gut. Genau das richtige Stichwort. Headshot. Ah, okay. Die geben mir Schrotflintenmunition. Splatterpunk. Nutzen wir nochmal ein bisschen, unserem Rutschangriff. Ach so, Shotguns sind schon... Wow! Sind schon geil.
Ach, wie ewig lange die in der Luft bleiben. Ey, weg da. Kilowatt, wo ist denn hier noch einer? Da nehmen wir natürlich die Skillpunkte gerne mit. Ach, und hier ist noch einer. Der auch will. Und noch ein bisschen hier von dem. Den nehmen wir auch noch mit. Den hauen wir dahin. Na, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Du, ne? Da machen wir noch ein bisschen Graffiti an die Wand. Und wechseln nochmal auf die Peacemaker. Na, wo bist du? Ah. Schaffst es nicht, den Schalter umzulegen. Und da ist der Mechaton. Und rein hier. Da habe ich aus Versehen auf die E-Taste und nicht auf die R-Taste gedrückt. Aber naja, passiert. Das ist der schlimmste Familienurlaub aller Zeiten. Ja, blöd, war Gray. Jetzt haben wir da so einen riesigen Mechaton, der uns nach diesem Leck gleich gerne einen überbraten würde, wahrscheinlich. Alles ruhig? Noch? Sieht sicher aus. Ah, noch, ne? Gut, dann kochen wir hier erstmal ein bisschen Munition. Bei der Peacemaker sieht das alles noch super aus. Und ja. Ist hier noch irgendwo was? Nee, oder? Nein. Okay. Aber dann, Leute, verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier, wenn wir uns mit dem Mechaton anlegen. Und bis dahin. Ciao, Leute.